Ja, seit gestern haben wir die Notbremse jetzt auch mit insgesamt auch der Ausgangssperre ab 22 Uhr. Da mussten wir uns natürlich auch mit drauf einstellen und wir haben unsere Präsenz etwas erhöht. Das heißt, dass wir vermehrt unterwegs sind und dass der unterwegs ist, auch Gefahr läuft, sehr große Gefahr läuft, von uns angehalten zu werden und gefragt zu werden, was er denn gerade so macht. Das heißt, wenn er von der Arbeit kommt oder zur Arbeit fährt, ist das in Ordnung. Das kann man natürlich nachprüfen, muss man auch nachprüfen. Und wer keinen Grund vorweisen kann oder sowas, der muss dann halt auch mit Konsequenzen rechnen. Wir hatten in Diepholz eine Frau, die angetroffen worden ist, sehr uneinsichtig war bei der Kontrolle um 11:45 Uhr dann, und dann gesagt hat, ihr ist das alles egal. Und da mussten die Kollegen dann nicht mehr ermahnen, sondern da haben sie eine Anzeige geschrieben, das geht gar nicht anders. Das liegt auch ein bisschen dann im Ermessen der Kollegen, die dann einschreiten, ob man dann gleich eine Anzeige schreibt oder ob man das bei einer Ermahnung lässt oder so schön gesagt, ob man ein Dudu macht und sagt, pass auf, denk dran beim nächsten Mal. Wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt, müssen wir halt abwarten. Aber noch sind wir da ganz zufrieden. So ist über den Landkreis verteilt hier und da ein Gespräch geführt worden. Genaue Zahlen oder wie viel wie wir kontrolliert haben oder sowas, das ist für die Fläche fast nicht gut möglich. Also von daher kann ich da keine Zahlen sagen.